Jo, und da stehen wir auch wieder hier bei Let's Play StarCraft 2. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Genauso wie ich. Ayur wird wieder auferstehen. Ach ja, wir waren hier bei diesen... Ich werde Erlösung finden. Brutlord teilen. Sukdash Salok. Lerngefängnis. Und töten. So. Ja, diese Brutlords haben einen homosexuellen Angriff drauf. Und zwar schießen diese komischen Brütlinge. Was ist euer Begehr? Schwer. Schmerzhafte Brütlinge teilweise. Wir sind. Ich werde die Dämonen. Und da bringt das deren Gefängnis auch nicht wirklich viel. Es gibt viel zu rechtfertigen. Na los. Gut. Euch gehört meine Ecke. Sehr schön. Mann, ist das laut. Was sind Horrors? Horrors sind cool. Na, Horrors, das sage ich schon. Terrors. Und Terrors sind... Jetzt kommt's. Wir dürfen nicht... Kamikaze-Einheiten. Echt geil. Ihr seid auf mich. Sprecht ihr mich an? Huch, verstanden. In Arudin Rashagal. Im Dienste Ayurs. Oh. Kalt ist die Leere. Kalt. Wir sind ein. Was ist euer Begehr? Ja, das sind recht exzentrische kleine Bestien. Ich werde eine Lösung finden. Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Ja, diese Hetzer tun nicht viel. Diese Mutalisten-Märe. Terrors können übrigens nur Flugeinheiten eingreifen. Ja. Mach mal das. Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Komm ich nicht hoch? Ja, ich möchte nämlich nicht was verpassen. Da gibt es nämlich drei Zergforschungen, oder drei, ja. Die möchte ich nicht verpassen, denn die sind recht schwer zu finden hier. Ich habe schwer das Gefühl, dass ich dort immer etwas vergesse. Seltsam. Oder ist hier das erste? Die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet. Das ist das erste. Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle bringen. Ich werde diesem Plan ein Ende bereiten. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. Ich werde meine Bestimmung. Gut, jetzt können die den töten. Wir sind eins mit dem Schatten. Step by step, you know? Ganz einfach. Ganz wie ihr wünscht. Ich werde Erlösung finden. Er geht jetzt wieder zurück ich auf Patrouille. Das Herz der Finsternis. Das ist blöd, ich muss den nämlich töten, denn da sind zwei, die sich überlagern. So. Schwer wiegt meine Bürde. Das mache ich jetzt so. Wir müssen handeln. Gut, so jetzt tötest du das Blutlager. Also das Brustteil. Dann haben wir hier nichts mehr gut. Ausgezeichnete Arbeit. Ich bin die Stimme der Finsternis. Kinder von Ayur. Ich werde Erlösung finden. Ayur, ich werde die Dämonen verdammen. Ausgezeichnet. Weiter, 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 weiter. Oh, und da haben wir auch schon die zweite Botschaft. Ayurs. Geht dorthin. Ja. Schwer wiegt meine Bürde. Der zweite Teil der Prophezeiung. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Aber nur fast. Deine Hoffnung ist nur Täuschung, alter Narr. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht.
Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Es könnte eine Falle sein? Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Ja. Ich bin das Herz. Da muss man immer recht aufpassen. Sprecht ihr mich an? Ihr seid auf mich angewiesen. So, zunächst einmal den Overseer. Befehlt. Shosak Mok Nul. So, dann. Ist die eins anstoßen, zurückziehen. Und die Hydralisken Mut besiegt von Zeit. Töten und dann mit dem Zeratul die Verteidigung töten. Ne, habt ihr keine Chance gegen mich jeden gestellt. Ich mag die Lösung finden. So. Ach, diese dunklen Tempel sind cool. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetzer erledigt sie aus der Entfernung. Dum dum dum. Berstlinge sind irrsinnig gefährlich. Ach du Scheiße. Jetzt kommen die schon. Sprecht ihr mich an. Autsch. Schwer. Das hätte sich vermeiden lassen sollen. Dumm. Wir doch dürfen nicht ja sagen. Kann man nicht viel machen. Nützt halt nichts. In Arudin Rashagal. So. Da aber jetzt nichts mehr wirklich besonders gefährliches ist. So. Euch gehört meine Ergebenheit. Diese Brutstätte muss zerstört werden, wenn ich die Königin der Klingen davon abhalten will, dieses Land zu verwüsten. Dieses Land ist verloren, als der erste Zerg auf der Oberfläche gelandet ist. Es gibt viel zu rechtfertigen. Was ist euer Begehr? Schein dem mit der Tür, das ist mein Begehr. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Du tötest das jetzt ganz elegant. Wie schon gesagt, ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Doch, das bezweifle ich. Ein Desaster steht bevor. Boah. In Arudin Rashagal. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Eine Falle. Ayur wird. Es ist eine Falle. Stehen. So à la Star Wars. Wenn man etwas zu begreifen dabei darf. Es ist eine Falle. Wir sind eins. Ich werde Erlösung finden. Ich find's cool, wie die platzen. So Spratz. Die Ehre gewinnt. Stachelkrabbler, tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. Ja, das ist ein Gewehrproblem. Sprecht ihr mich an. Ayur wird wieder auferstehen. Wir dürfen nicht sagen. So, warten, warten, warten. Euch gehört meine Ergebnisse. Eiskalt. Weiter. Ich bringe euren Untergang. Seht ihr das? Ich bin. Das ist die Professionality. Und dort. Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin auf niemanden angewiesen. Da haben wir überall diese komischen Wände, wo ich nicht durchkomme. Und sonst habe ich alles. Also. Ich werde. Sonst ist es auch nicht so tragisch. Schwer. Ich habe dauernd Angst, etwas zu übersehen. Auf mich an. Das mag ich nicht. Mag ich nicht. Ihr seid auf mich an. Ich werde. Was ist euch? Das sind aber amüsanterweise nicht die ersten in Hätten der Brust. So die aber der erste Säulenkämpfer. Schwer wiegt meine Würde. Rentaro Tassada, Relat Zeratul. Ich bin der hohe Templer Karas. Meine Streit
Erde haben die Königin der Klingen bis zu dieser Welt verfolgt. Wir wissen jedoch nicht, wonach sie sucht. Kerrigan und ich fanden beide den Weg hierher, um einer uralten Prophezeiung auf den Grund zu gehen. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Jo. Sprecht ihr mich an? Ich möchte noch Verstärkung. Ich werde erlösen. Geht voran, stumpf voraus. Ich merke was. Ach ja, das ganze Gehirn. So geht das. Die Protoss sind unglaublich stark. Diese Berserker, das sind die erste Einheit. Die Berserker, die sind unmenschlich stark. Zeratul, könnt ihr die fliegenden Zerg übernehmen? Ja, ja. Schwer. Ich hab da mein Problem gegen Schiffsbauer. Ich werde erlösen. So. Perfektion. Blüte der Perfektion. Blüte der Kinder. Kann ich schneller werden? Vernichte diese Nydus-Würmer. Sonst werden die Zerg uns mit ihrer Verstärkung überwältigen. Das sollte man aber etwas schneller machen. Begebt euch auf die Anhöhe und helft unseren Brüdern. Zeratul hat ihre Würmer ausgeschaltet. Rückt vor. Ah, ja. Seht ihr mal, was ich alles kann. Ja, ein Zauberer. So wahnsinnig tun. Liebe Dienste Arjuas. Aber das ist. Ihr seid auf mich angewiesen. Schwer. Kommt jetzt nicht mehr viel, wisst ihr? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Oder? Nö, nee, das wäre nur hier oder hier. Da ist nichts möglich. Da komme ich auch nirgends hin. Nö. Wir dürfen nichts sagen. Da ist ein Turm. Aber nichts zum Töten. Mal gucken. Da komme ich nirgends hin. Mal gucken, da komme ich dann weiter. Okay. Ayur wird wieder auferstehen. Da komme ich ja nicht drüber. So die Ehre gebietet. Die Ehre. In Arudin Rashagal. Oh. Ja. Was ist denn das? Euch gehört meine Ergebenheit. Das ist das typische Blizzard-Strategiespiel. So versteckt Blizzard dauernd die Secrets. Das war schon in Warcraft 3 so. Ehre ist hier nicht anders. Erstgeborenen. Die Königin der Klingen will diese Welt mit ihrer Brutstätte pervertieren. Ich muss sie zerstören. Pervertieren? Krasses Wort. So, erstens muss das stammen. Das tut nämlich am meisten weh. Ich bringe euren Schaden drauf. Sind immer noch Schaden, das weiß ich nämlich noch. In Arudin Rashagal. Ayur wird wieder auferstehen. So, jetzt ist Zeratul bald tot. Aber durch den Schrein bekomme ich ja dann wieder eine Heilung, also passt das dann wieder. Ach Gott. Leute, muss das denn wirklich sein? Jetzt geht's wenigstens halbwegs. Ist euch übrigens dieser wunderschöne Rahmen hier eingefallen? Aufgefallen? Traumhaft. Einzigartig, göttlich. Ehre den Erstgeborenen. So. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Zack. Und zack. Aruna Adan. Passt. Alles gut. Ist gut. Ist gut. So. Und was hatten wir eigentlich für Waffen? Die Meistersieglingen. Die Waffen der Berserker und der dunklen Templer. Da gab es nämlich eine coole Geschichte damals. Es ist vollbracht. Kerrigans Brutstätten sind alle zerstört.
Es besteht noch Hoffnung für diese Welt. Im Dienste Arjuras. Ich habe euch doch letzte Folge von den Zerebraten erzählt. Die Anführereinheiten, die zusätzlich. Was sind Teufel? So, Sherlock. Soll das jetzt ein Witz sein? Wie komme ich wir wieder zurück? Wir dürfen nicht sagen. Euch gehört meine Ergebenheit. Ehre den Erstgeborenen. Wir sind eins mit den Schatten. Shosak Mognul. Im Dienste Arjuras. Komm. Go back, Serathul. Was ist euer Begehr? Ich bin das Herz der Finn. Ich bin. Sprecht ihr, ich werde Erlösung finden. Kalt ist die Idee. Ich werde die Dämonen der. Sprecht ihr mich an. Ich werde die Dämonen. Oh. Schwer wiegt meine. Ich werde Erlösung finden. Und Schoss alles erledigt. Null. Ja, was erzähle ich dann gleich, was ich erzählen wollte? Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Das klingt unheilvoll. Aber wenn die Königin der Klinge diese Prophezeiung sucht, müssen wir sie vor ihr verbergen. Der Rest ist unleserlich. Was? Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Serathul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Gegen eine solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Ich werde die Königin der Klingen aufhalten, um euch die Flucht mit den Fragmenten zu ermöglichen. Ich werde euch nicht zurücklassen. Die Prophezeiung ist wichtiger als jeder von uns. Enthüllt ihre Geheimnisse, Serathul. Die Zukunft hängt davon ab. Euer Opfer wird nicht in Vergessenheit geraten, Bruder. Ehrenhaft. Ich muss die Lehrensucher erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. So. Sollten wir uns jedoch etwas. Wir dürfen nicht sagen. Zwar. Fliehen! Rashagal. Haltet sie auf, Brüder! Jetzt! Werde ich eins mit der Kala. Ich muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Haltet sie auf, Brüder. Ayur wird wieder auferstehen. Und weg. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sakul. Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. Ich habe mich getäuscht. Es sind 4 Missionen mit den Protoss. So. Was? Wie? Hetzer? Was Hetzer? Wie Hetzer? Ach so, 3 Hetzer müssen überleben, oder was? Ach, so hatte ich das vorher gewusst. Ja, ist nur eine Fleischwunde. Ah, Mann, ist das witzig. Back to the labor. The laboratory. Laboratory, genau so glaube ich heißt es. Ist nicht so wichtig. So. Ja.
läuft eigentlich alles recht gut. Das war nur die erste von 4 Protoss-Missionen. Ist echt cool, dass sie das eingebaut haben, dass man so ein bisschen den Mund wässrig bekommt auf den letzten Teil. Der letzte Teil spielt nachher mit den Protoss. Das ist eine komplette Kampagne, die die Geschichte der Protoss erzählt nach Heart of the Swarm. Der Titel ist mir jetzt entfallen. Wann wir dann auch Let's Playen? Ist ja klar, muss ja sein, wenn man schon den ersten Teil hat, dann sollte man auch den letzten Teil machen. Das Labor der Hyperion. Um 3:30. Oh, unsere Tanks sind gewachsen. Mir sind die Sounds auf Hand gekommen. So. Die Zerg-Bioprobe hat einen neuralen Cortex entwickelt. Ich habe bemerkt, dass sie auf externe Stimuli reagiert. Wenn auch auf verstörende Weise. Wenn sie meine Anwesenheit spürt, hält sie inne. Versucht sie, sich totzustellen. Kann sie auf dieser Bewusstseinsebene reagieren? Mir ist schon aufgefallen, dass die Alpha-Aminosäuren der Zerg einzigartige R-Gruppen besitzen. Ich habe einige einer vollständigen Untersuchung unterzogen und die Ergebnisse sind beeindruckend. Zerg-Aminosäuren können totes Zellgewebe mit normalen Proteinen kombinieren, um neue Zellen zu synthetisieren. Sie leiden nicht unter generationsbedingtem Zellverfall. Geil. Einfach ausgedrückt, ein Zerg wird nie an Altersschwäche sterben oder an sich altern. Sie können sich immer wieder erneuern und auch mit sich radikal veränderter Zellstruktur. Veteraner können uns dieses Prinzip niemals zunutze machen. Das Resultat wäre schrecklich. Aber ich frage mich, ob ich Zerggewebe mit einigen unserer Metallen verschmelzen kann, um Strukturen zu erschaffen, die sich heilen können. Der Prozess wirft das Nebenprodukt auch eine Menge Energie ab. Ich sollte zusehen, dass ich diese Energie nutzbar machen kann. Und bei den Protoss passiert Folgendes. Ich habe diese anormale Sphäre oberhalb des Kristalls betrachtet. Sie ist offensichtlich eine Art Energieemitter. Aber die Eindämmung ist so stark, dass der Kristall langsam Energie entziehen kann. Wie? Kann ich nicht sagen. Aber da fällt mir etwas ein. Wenn ich unsere eigene Eindämmungsmethode erschaffen könnte, könnte ich die Kapazität für den WBF-Bauprozess ohne Risiko verdoppeln, glaube ich. Durchbruch! Die Energie in diesem Kristall wird nicht in einem Vortex-Muster eingeschlossen. Er hat die Energie so schnell herumgeworbt, dass ich sie nicht entdecken konnte. Durch irgendeinen Zufall hat sich das Warpen kurzzeitig verlangsamt, sodass die Sensoren es erfassen konnten. Wie oder warum, weiß ich nicht. Sobald ich mit dieser Probe am Ende meines Lateins bin, passiert ein Zufall und gelingt der Durchbruch. Hilft er mir dabei? Ich habe eindeutig zu lange gearbeitet. Ich verzocke lieber noch ein paar Credits bei Lost Viking, dieses geile Arcade-Game in der Bar. Forschungskonsole. Ich habe jetzt 2 Forschungen bekommen, das ist geil. Und zwar, Zellularreaktoren brauche ich nicht. Spezialeinheiten gewinnen 100 Anfangsenergie und 100 Maximalenergie dazu. Brauche ich nicht. Ich setze so viele Spezialeinheiten nicht ein. Aber Schiffe und Fahrzeuge regenerieren langsam Trefferpunkte. Das ist geil. Das ist echt geil. Das, ja. So, dann habe ich hier, das sind, weiß ich gar nicht, sind das Ghosts? Ich kann entweder 2 WBFs gleichzeitig produzieren oder die automatisierten Raffinerien verflucht. Ich brauche keine WBFs mehr für meine Raffinerien, um das Beamgas abzubauen. Die beamen mich das Teil direkt in die Kommandozentrale. Ist das geil? Bevor du fragst, Doc. Danke. Mir geht's blendend. Du hast sehr lange in diesen Protoss-Kristall gestarrt. Bist du dir sicher? Naja, jetzt wo du es sagst, ich könnte einen oder 2 Drinks vertragen. Vielleicht ergeben die Visionen mehr Sinn, wenn ich betrunken bin. Was hast du gesehen, Jim? Einen alten Freund, der nach dem Ende aller Dinge sucht. Oh, wie nostalgisch. Haben wir noch etwas Zeit? Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir eh schon drüber. Ja, egal. Wie du machst, sei.
Und damit sage ich bis zur nächsten Folge, wo wir dann weiter schauen bei Let's Play StarCraft 2. Tschüss.